Konami. Helft mir bitte. Die Bewohner dieser herrlichen Welt sind stolz auf das, was sie Regenbogenglocke nennen. Sie glänzt, scheint und schillert in 7 Farben. Solange sie erklingt, wird Friede herrschen im gesamten Universum. Sind wohl so etwas wie Statussymbole dort. Fiesbacke Dr. Warmon ist dabei, das Universum zu erobern mit Hilfe der Zakubi-Truppen. Oh mein Gott, und der Text eben kam ziemlich schnell. Dr. Baumann hat die Regenbogenglocke geklaut, um seinen linkischen Plan in die Tat umzusetzen. Pfui. Böser Dr. Baumann. Ohne den Schutz der Regenbogenglocke fürchten sich die Leute sehr. Nun schwebt über dem Universum eine Gefahr. Auf, Twinbee! Legt der Quarknase warm und das Handwerk! Hooray! Und jetzt erfahren wir mal, wer unsere Helden eigentlich sind. Pilot Twinbee, Alter 13. Größe 160 cm, wiegt 45 kg und seine Heimat ist Donbury Island. Pilot Winby, Alter 13. Ist 157 cm groß, wiegt 42 kg und ihre Heimat ist auch Donbury Island. Jetzt kommt ein sehr seltsamer Charakter, wie ich finde. Pilot Gwynby, Alter 1. Ist 65 cm groß, wiegt 8 kg und seine Heimat oder ihre Heimat ist auch Donbury Island. Und Mentor, Dr. Shinamon. Alter 63. Ist 164 cm groß, wiegt 42 kg und seine Heimat ist auch Donbury Island. Und ich let's playe? Poppen Twinbee Rainbow Bell Adventures. Ein Spiel, was ich mal bei jemandem gesehen habe und ich fand es sowas von putzig irgendwie und sowas von niedlich. Einstellungen brauchen wir hier gar nicht. Machen wir mal gleich Player 1 und fangen wir gleich an. Das sind die drei Charakter, die wir auswählen können. Ich zeige euch mal, was sie alles können. Nehmen wir erstmal zum Anfang Twinbee. Das ist der Charakter, den ich wahrscheinlich hauptsächlich nehmen werde. Wie ihr seht hier, wenn ich den Jump-Knopf gedrückt halte, einfach zum Springen, dann kann ich auch hier so einen Jet ausführen. Wenn ich den Schlagknopf gedrückt halte, kann ich hier so einen Feuerball einsetzen. Der weibliche Pilot, also dieses Mädchen in Rosa, hat die Fähigkeit, dass die Jump-Leiste etwas kleiner ist. Dafür ist die Punch-Leiste höher. Und bei Gwynby ist die Punch-Leiste etwas kleiner. Dafür ist die Jump-Leiste höher. Deswegen nehme ich lieber Twinbee, weil das da etwas besser ausgeglichener ist. Und jetzt fangen wir auch gleich mal an. Und da sind auch schon die Gegner. Und wie ich gesehen habe, die haben Schleifen an. Ah, wo sind die? Da sind sie! Wie total niedlich die sind. Nimm das. Ha. Ja, eine Glocke. Mit Glocken können wir uns hier verstärken, die Gegner verlieren.
Hey, jetzt haben wir sogar ein Schild. Das ist gut. Spikes, weiß ich nicht, wozu das gut ist. Und ja, und mit einer roten Glocke werden wir unverwundbar. Man kann auch hier so tolle Objekte einsammeln. Und zwar zum Beispiel... Ach, das kann ich erstmal machen. Wie kommt man hier durch? Ganz einfach durchrasen. Verdammt und... Ah. Wir wissen, was da drin ist. Ha. Ja. Mit der blauen Glocke bekommen wir einen Laser. Was ich auch ganz cool finde. Mit einer Fee können wir uns ein Viertel unseres Herzens wieder regenerieren. Allerdings brauchen wir das jetzt nicht, weil wir halt sowieso volle Energie haben. Und man kann ja auch so sich abprallen lassen. Nimmt da ab. Na gut. Jetzt habe ich die Kugel aktiviert. Das Spiel ist übrigens nicht blind. Ich habe es schon mehrmals durchgespielt. Ah, verdammt, jetzt habe ich das letzte Objekt verloren. Hast du es vielleicht? Ah! Ich flieg zu hoch. Na komm. Na, ist hier noch irgendwo ein Gegner? Ah! Verdammt, egal. Beende ich erstmal die Level. Ah! Ich bin über den Stein gestolpert. Und da ist auch schon das Ziel. Das hier möchte ich jetzt euch auch noch zeigen. Dafür nehme ich nochmal die erste Level. Es gibt noch zwei Sachen, die ich euch gerne noch zeigen möchte. So, erstmal möchte ich gerne diese Level in 19 Sekunden durchzubekommen. Ach, gut, dass man hier so fliegen kann. Da, nicht gut. Nein, dumm. Dumm. Ah. Krieg ich das noch hin? Ah, gut. 18 Sekunden. 19 Sekunden würden auch noch anerkannt werden. Wenn ich das in einer Level hinbekomme, dann werde ich wieder vollkommen aufgeladen. So, das war eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Aber wahrscheinlich ist dieses mit der Qualifikationszeit für mich nicht ganz so wahrscheinlich, dass ich das in jeder Level hinkriege. In manchen Leveln möchte man 30 Sekunden hinkriegen, wo ich dann, wer weiß wie viele, 5 Minuten oder so dranhänge. Oder so. So, und jetzt gibt es noch einen kleinen Trick. Dieser Trick funktioniert aber nur bei offenem Gelände. Dafür fliegen wir nach oben. Wenn man nach oben, dann ist da so ein Zähler. Und der gibt es 9999, aber diese Zeit will ich euch jetzt gerne mal ersparen, deswegen sehen wir uns oben. Und wir sind oben! Oben ist hier so, ist jetzt dieser rote Stern, ah, der uns auch wieder vollkommen versorgen kann. Also, obwohl wir jetzt sowieso alles haben. Auch von hier aus könnten wir bis zum Ende jetzt fliegen, aber allerdings glaube ich nicht, dass das kurz ist. Wie ihr seht, die Zeit, die Kilometeranzeige dort geht ziemlich langsam. Deswegen, ich denke mal, hier gehe ich jetzt mal gerade und wir sehen uns wieder, wenn die Erde schon in Sicht ist. Also bis dann. Die Erde ist schon so gut wie in Sicht. Juhu. Ach, in der Zeit, wo man fällt, kann man sich locker was zu trinken holen oder rausgehen mit seinen Freunden spielen, Buch lesen oder sich seine Lieblingsserie angucken oder so weiter. Du bist jetzt weg. So. Und jetzt geht's wieder zum Ziel. So. Übrigens, in Sachen Glocken, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, jetzt alle Glocken einzusammeln. Ich hab's mal gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mir irgendwelche Vorteile verschafft hat. Kurz gucken, wo das Ziel ist. Okay. Deswegen fliege ich auch gleich zum Ziel, wenn es nichts Interessanteres gibt. Und da ist es auch schon! Ach, eine Sekunde zu spät. Egal. So, ah gut.
Zu dem Teil hier. Eigentlich, wer Yoshi's Island gespielt hat, der weiß eigentlich, was das ist. Das brauche ich jetzt aber eigentlich nicht. Ich kenne die Level eigentlich gut genug. Ah! Mist. Auf die Wolke möchte ich drauf. Super! Yeah! Da, 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 da! Das war locker. Aber 16 Sekunden zu spät, egal. So, aber ich glaube, hier ist noch was versteckt. Genau, wie ihr da unten seht, ist hier ein Schlüssel. Und den möchte ich gerne haben. Wenn ich schon nicht alle Glocken einsammle, möchte ich auch alle Schlüssel einsammeln. Es gibt insgesamt 7 Schlüssel. Ist er hier? Ne, ich glaube noch nicht. Ah, Gegner killen. Ich glaube, wenn ich jetzt aber hier runtergehe, dann muss er da sein. So, erstmal gut durchressen. Machen wir erstmal so. Und eingesammelt. Und auch eine Rakete bekommen. Es gibt einen Ball, eine Rakete und eine Bombe. Die Bombe mag ich eigentlich noch lieber. Ah! Ich habe mein Schild zerstört. Dafür bin ich jetzt unverwundbar. Gegner killen! Rakete flieg! Und Sieg. Und flieg in... wo, ich weiß nicht wohin, weil keine Gegner da sind. Verdammt! Ein paar Sekunden zu spät. So, und die letzte Level in einem Gelände ist immer der Boss. Aber ich denke mal, darauf warten wir bis zum nächsten Part. Somit sage ich bis zum nächsten Part von Poppen Twinbee Rainbow Adventures. Bis dann!